Hallo, willkommen in Teneriffa. Wir sind hier im Wolfhaus und wir von der Core IT machen hier für ja, starke 7 bis 8 Tage Teambuilding-Maßnahmen, Fortbildungsmaßnahmen und einfach mal so ein bisschen raus aus dem täglichen Trott. Und ja, jetzt möchte ich euch mal kurz zeigen, wie das Ganze hier ist. Also, hier ist dieses sogenannte Wolfhaus. Das ist unser Ausblick. Ich laufe mal ein kurzes Stückchen rüber. Wir haben jetzt mittags 16:15 Uhr. Um circa 6:30 Uhr abends ist die Sonne dann weg. Man hat hier circa ja, 12, 13 Sonnenstunden. Da wir hier im Süden der Insel Teneriffa sind, haben wir eigentlich kaum Wolken und den ganzen Tag hier diese herrliche Sonne. Hier hat man eben solche Möglichkeiten, mittags zu Siesta zu halten oder eben so in kleinen Grüppchen ein bisschen gemütlich zu quatschen. Hier essen wir immer zu Mittag, weil der eine oder andere ein bisschen Probleme mit der starken Sonne hat, dass man da im Schatten sitzen. Und jetzt haben wir heute eine längere Siesta von 2, 2,5 Stunden angesetzt. Hier ist der Pool nicht beheizt, ist scheiße kalt, aber trotzdem gehen wir täglich alle rein. Und hier ist zum Beispiel ein Apartment, da sehe ich jetzt gerade den Adrian, der wahrscheinlich an Inhalten von die dies jetzt. Adrian, an was sitzt du denn? An der Sample Application gerade. Okay. Der Adrian ist mit dem Gregor in einem Apartment. Wir haben jeder immer solche Apartments. Jetzt gehe ich gerade mal in mein Apartment. Ja, hier wird immer gekocht, das sind Frank und Martin zum Beispiel drin. Das sieht man auch vom Mittagessen da hinten ein bisschen was stehen. Hier haben wir die Getränke stehen. Und jetzt gehen wir mal zu mir kurz. Was man auch häufig hat, sind solche Sandsäcke. Gehen wir mal zu mir rein. So sieht das Ganze aus. Schönes Sofa. Also hier ist im Prinzip eine Wohnküche mit Kühlschrank, mit Herd. Hier ist dann ein Fernseher, was wir jetzt aber alle noch nicht genutzt haben, weil wir eben immer volles Programm haben. In der Regel ist es so aufgeteilt, dass wir morgens oder vormittags eine Session machen mit Inhalten, dann machen wir gemeinsames Mittagessen und dann machen wir entweder eine Aktivität oder eine Session. Je nachdem, wie wir die Aktivität unterbringen konnten, also sprich, wir müssen uns ja auch an die Uhrzeiten da wenden. Hier sehe ich zum Beispiel Martin draußen liegen. Das sind unsere Balkone. Und je nachdem eben, wie die Aktivität untergebracht werden kann. Gestern haben wir zum Beispiel um 16 Uhr Bubble Soccer gehabt und haben dann abends eben nochmal eine Runde Inhalte gemacht. Und heute haben wir keine Aktivität, heute haben wir eine längere Siesta und machen dann so um 5:30 nochmal eine Runde Inhalte. Vermutlich ein bisschen was zum Thema Programmierung. So, das ist jetzt eben das Bad. Alles sehr sauber hier. Ein paar moderne Sachen, aber auch einiges eher veraltetes. Aber völlig ausreichend. Schön wäre auch eine Spülmaschine, dass man da nicht immer Zeit verliert. Jetzt gehen wir mal hoch in die Büros. Schlafzimmer zeige ich jetzt einfach mal nicht. So. Ja, morgen zum Beispiel kommt um 11:30 Uhr. Der Yoga-Trainer oder die Yoga-Trainerin, ich hoffe letzteres. Und am Freitag spielen wir mittags ab 16 Uhr Paintball. Also da passen wir dann eben unsere Inhalte daran an. So, kurz das Tässchen wegstellen, dass da nichts passiert. So. Schauen wir mal. Ja, hier ist leider die Küche ein bisschen, also der Backofen geht gar nicht. Die Kaffeemaschine braucht ewig und 3 Tage. Hier hat man immer schön stilles Wasser, was wir uns auffüllen. So, da ist der Gregory. Reicht hoffentlich Inhalte für den Entwicklertag Karlsruhe 2018 ein. Hier haben wir noch ein bisschen Inhalt von heute Vormittag. Da haben wir die im strategischen Bereich gemacht. Und heute haben wir hier, das ist
der Fernseher, auf dem wir die Inhalte projizieren. Aber meistens arbeiten wir hier mit dem Whiteboard. Lieber wäre uns eigentlich ein Flipchart. Das haben wir leider noch nicht bekommen. Aber als wir wegen Stiften und so weiter angefragt haben, haben sie uns alles gestellt. Zum Glück hat aber der Adrian hier so einen Moderationskoffer dabei. Da kommt der Frank. Frank, du hast auch schon die Inhalte eingereicht. Vorbildlich. So, und heute Morgen haben wir hier draußen gefrühstückt. Die anderen Tage waren es immer unten, wo wir auch Mittagessen. Einfach weil hier oben früher die Sonne hinscheint. Ja, wir haben Tische rausgestellt, damit wir drin ein bisschen mehr Platz haben, weil wir eben immer Flipchart brauchen und daher meistens drin die Inhalte erarbeiten. So, ja, hier auch wieder so ein Säckchen, wo man nach dem Frühstück meistens ein bisschen hin sich hin flanelt. Und einen glatten Sonnenschirm haben wir uns noch geben lassen, weil wie gesagt der ein oder andere so ein bisschen Probleme mit der Sonne hat. Weil wie man hier sieht, knallt es jetzt richtig her. Die anderen Kollegen sind jetzt gerade noch an den Strand runter, wollen sich mal das Meer anschauen. Natürlich in Teneriffa nicht ganz so ideal, weil eben alles sehr steinig, sehr spitz und auch sehr kalt. Ja, kleines bisschen Manko. Es ist Vorteil und Manko zugleich. Es ist sehr ruhig, also richtig ruhig. Aber sobald man natürlich irgendwas essen will oder einkaufen will, muss man im Prinzip ins Auto sitzen. Man kann es auch laufen, aber dann geht einfach zu viel Zeit verloren. Ja, Aussicht ist sehr schön und wie gesagt, schön ruhig, kann man wirklich konzentriert arbeiten. Wir haben es zum Beispiel heute mal gemacht, dann hat eine Gruppe hier draußen gearbeitet, die andere drin. Oder dann hat sich mal unten ein Grüppchen gestern hingesetzt, da bei dieser Matte. Und hat da unten Inhalte erarbeitet. Ja. Gut. So viel. Ja, mit dem Handy ist immer ein bisschen schwierig. Ich hoffe, es läuft noch. Ja. Also hier, Teneriffa Wulfhaus. Größtes Manko ist wirklich das Internet. Die haben hier einen 4G-Router. Da habe ich einfach einen Fehler gemacht und habe dann nicht nach einem Speedtest gefragt, weil ich letztes Jahr schon in Teneriffa war. Da war überall das Internet grandios, also wirklich sehr gut im Office, in der Airbnb-Wohnung etc. Und ich bin davon ausgegangen, dass es hier auch so ist. Vor allem, weil es ja dediziert für größere Gruppen ist. Und das Internet ist ja eigentlich hier wirklich ein Manko. Da haben wir nicht mit gerechnet. Gut, Fehler machen wir einmal und beim nächsten Mal lassen wir uns vorab von so einer Einrichtung einfach einen Speedtest geben. Ich hoffe, es hat euch gefallen und schaltet das nächste Mal auch ein. Tschüss!